Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Bookshelf-Tour. Mir ist beim Schneiden irgendwie ein Video abhanden gekommen, beziehungsweise habe ich eins irgendwie vergessen, noch in die letzten 5 Minuten der Bookshelf-Tour zu machen. Das war nämlich das letzte Regal von Teil 1. Da habe ich irgendwie noch ein Video gemacht von 2 Büchern, also die werde ich euch jetzt bei Teil 2 noch dazu machen. Und zusätzlich zum Rest des Regals oder des Regalfachs kommen dann auch noch Reihe 3 und Reihe 4. Das Video könnte ein bisschen länger werden, weil in meinem allerletzten Fach doch etliche Bücher stehen und die summieren sich. Also da habe ich echt versucht, mich ganz kurz zu fassen und euch auch zu sagen, was ich davon gelesen habe und was ich nicht gelesen habe. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Man kann nicht zu jedem Buch nur 2 Sätze sagen, aber ich hatte auch einige davon noch gar nicht gelesen. Von daher konnte ich euch auch nicht so viel darüber erzählen. Aber ich würde jetzt sagen, wir starten direkt mit Teil 2 der Bookshelf-Tour. Das wird nämlich noch mal ein Stückchen länger, das Video. Dann das nächste Buch. Ich sage immer, das ist das Buch, das meinen Namen rief. Jules. Es ist ein Hund drauf, es ist mein Name drauf, es ist Gebäck drauf. Also ich habe es gesehen und musste es direkt haben. Und dabei habe ich nicht mal geguckt, um was es überhaupt geht. Irgendwann habe ich dann doch mal den Klappentext dazu gelesen. Es geht um einen Mann, der seit seiner Scheidung Macarons oder Gebäck am Flughafen verkauft. Eines Tages kommt eine blinde Frau in seinen Laden mit ihrem Hund Jules. Und ich glaube, sie lässt ihn am Flughafen zurück, den Hund, und unser Protagonist nimmt ihn bei sich auf, aber er macht es sich zum Ziel, diese Frau wiederzusehen und ihr den Hund zurückzubringen. Ich glaube ja nicht, dass er sich jemals nochmal von dem Hund lösen kann, denn wer einmal einen Hund besessen hat, der weiß eigentlich, man gibt sie nicht mehr her. Last but not least haben wir hier im Regal Girl Online von Zoe Suck, ich weiß es nicht. Anscheinend ist das eine YouTuberin namens Zoella. Also sie hat mir jetzt gar nichts gesagt. Aber das Lesen des Klappentextes hat mich doch ein bisschen neugierig gemacht. Es geht hier um ein Mädchen, sie heißt Penny. Und sie hat zusammen mit ihrem besten Freund Elliot einen Blog, in dem sie undercover, also quasi getarnt, keiner weiß, wer sie ist, ein bisschen von ihrem Leben erzählt. Und dann fliegt sie eines Tages mit ihren Eltern nach New York und lernt da einen Musiker kennen und verliebt sich unsterblich in ihn. Natürlich landet das Ganze auch auf dem Blog, es ist ja anonym, daher weiß ja keiner, wer sie ist und wer der Musiker ist. Aber eines Tages fliegt die Tarnung auf und jeder weiß, dass das ihr Blog ist und wer der Musiker ist. Und es scheint eine ganz spannende Geschichte daraus zu entstehen. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ich hoffe, dass ich das ganz bald nachholen werde. Ich glaube, das sage ich irgendwie momentan bei jedem Buch, das ich ungelesen in die Kamera halte. So, machen wir mal im untersten Regal weiter. Das Licht ist jetzt nicht ganz so gut, weil einfach auf der anderen Seite hier hinter uns das Fenster ist und dazwischen steht noch das Boxspringbett, das doch einiges an Licht schluckt. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Zum ersten steht hier natürlich noch der Drache Nummer 3 Regal oder Viserion. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, welcher davon es ist. Mein persönlicher Drache trippt hier durchs Schlafzimmer und macht Unruhe. Kommen wir aber zu den Büchern. Hier haben wir die Losing It, Faking It, Finding It Reihe von Cora Carmack. Das hier wäre der 3. Band. Der sieht so aus. Das hier wäre der 2. Ich stelle es mal hier runter. Und das da wäre der 1. Der 1. Band war ja meine Urlaubslektüre für Berlin. Das habe ich ja im Flugzeug gelesen. Das ist auch nochmal nachzuhören im Lesemonat Mai. Band 2 und Band 3 habe ich mir kurz nach Berlin gekauft. Da war ich mit dem Buch noch gar nicht fertig, aber dazu sage ich auch mehr in meinem Lesemonat. Muss ich das nochmal hier reinkriegen. In der Losing It Reihe, oder ich weiß gar nicht genau, wie die Reihe komplett heißt, ich nenne sie jetzt einfach mal in der Losing It Reihe, geht es um ein junges Mädchen, das in seinem Leben noch
keinen Partner hatte und auch noch keine Erfahrung gemacht hat, ist genau wie bei Dark Love. Aber sie möchte das eines Abends ändern und beschließt, in die Kneipe zu gehen, in die Bar zu gehen mit ihrer besten Freundin und sich da einen Mann zu suchen. Gesagt, getan. Sie trifft dann auf Garrick. Und Garrick ist gerade erst frisch nach, ich weiß gar nicht, wo es spielt. Nach... Ich kann es euch jetzt gerade auf Anhieb nicht sagen. Er ist auf jeden Fall frisch von England hierher gezogen. Und sie beschließt, ihn mit nach Hause zu nehmen. Das tut sie dann auch, kriegt dann aber kalte Füße und lässt den armen Kerl nackt in ihrem Bett zurück. Am nächsten Tag stellt sich dann raus, dass er ihr neuer Dozent ist. Und das ist natürlich eine Liebe, die total verboten ist. Aber beide können irgendwie den anderen nicht vergessen, obwohl sie nur diesen einen Abend zusammen hatten. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte, auch wenn ich oft an Will und Liken denken musste. Aber mir hat die Reihe gefallen. Und das Lustige daran ist, das ist genau wie bei der Again-Reihe von Mona Kasten, dass Band 1, Band 2 und Band 3 nicht die Hauptprotagonistin von Band 1 die Story von denen erzählen, sondern im zweiten Band geht es um ihren besten Freund, der auch in sie verliebt ist, kriegt natürlich da in Band 1 eine Abfuhr und in Band 2 geht es dann um seine Geschichte und in Band 3 geht es um ihre beste Freundin und deren Geschichte. Also drei völlig unterschiedliche Geschichten, aber spielen halt im gleichen Freundeskreis. Als nächstes haben wir hier nochmal einen Reihenauftakt. My Dear Sherlock, wie alles begann. Für Sherlock-Fans natürlich, oder für Sherlock-Fans wie mich, war es natürlich dann ein Muss, das Buch zu kaufen. Es spielt nämlich auch Sherlock mit, aber es geht nicht um seine Geschichte, denn er lernt die 17- oder 16-jährige Jamie Moriarty kennen und es geht eigentlich in dem Buch um sie. Es tauchen dann plötzlich Mordfälle auf und die beiden versuchen das Ganze zu lösen, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Sherlock immer an ihrer Seite, werden sie beide tief hineingezogen in die Vergangenheit von Jamie Moriartys Familie. Genau. Es gibt, glaube ich, auch noch einen zweiten Band. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der auch eine andere Hülle, beziehungsweise keine Hülle. Weil dieser hier hat hier so einen Schutzumschlag. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der zweite Band das nicht. Und irgendwie kann sich keiner erklären, warum. Ich kann es jetzt aber nicht sagen, dass es wirklich so ist. Ich habe es jetzt nur schon ein, zwei Mal irgendwo gelesen, wenn ich das richtig weiß. Dann kommen wir zu einer Reihe von Jennifer L. Armentrout, Obsidian Schattendunkel und Onyx Schattenschimmer. Ich muss sagen, das war einerseits ein Coverkauf und andererseits ein Booktube-Kauf. Vielleicht sollte ich auch mal ein Video machen, welche Bücher ich nur wegen Booktube gekauft habe. Wäre vielleicht auch mal interessant. Ich kann euch nicht genau sagen, um was es in den Büchern geht, aber die haben hier so einen schönen goldenen und metallischen Schimmer. Das ist, glaube ich, Band 1 und 2. Es gibt, glaube ich, auch noch einen dritten. Und ich glaube, es gibt noch eine neue Reihe davon, die auch die gleiche Aufmachung haben und auch irgendwas mit diesen Edelsteinen im Namen zu tun haben. Ich habe sie, wie gesagt, noch gar nicht gelesen. Und jetzt kommt wieder mein Satz, aber ich möchte das natürlich ganz schnell nachholen. Vielleicht hat irgendjemand noch ein bisschen Zeit, die er mir verkaufen kann, damit ich endlich mal meine, weiß nicht, mittlerweile 60 Bücher, die ungelesen hier bei mir rumliegen, lesen kann. Das hier ist quasi so mein Erotikbereich, mein Erotikregal. Shades of Grey natürlich in aller Munde gewesen. Es gab die drei Filme dazu. Muss ich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe mir damals den ersten Band von einer Freundin, glaube ich, ausgeliehen und Band 2 und 3 dann selbst gekauft. Ja. Wenn dann nur Band 2 und Band 3 im Regal stehen, sieht es natürlich auch blöd aus. Habe ich mir Band 1 halt auch noch irgendwann gebraucht gekauft. Und wie man sieht,
muss jetzt mal gerade hier hoch machen. Der hat auch schon eine ganz andere Farbe, also der war wirklich gebraucht, aber so genauen Wert lege ich da dann ja auch nicht drauf. Dann haben wir hier Band 1, 2 und 3 von Calendar Girl. Darin geht es um ein Mädchen, Mia Saunders heißt sie. Sie hat nicht besonders viel Geld und ihr Vater trinkt gerne mal einen über den Durst und macht bei so einem Wetthai oder so einem Darlehenstyp einfach Schulden und das sind mittlerweile fast sechsstellige Beträge. Dieser Geldhai ist kein geringerer als ihr Ex-Freund, also Mias Ex-Freund, und mit ihm geht sie dann einen Handel ein, dass sie ihm jeden Monat 100.000 Euro, ich glaube 100.000 Euro waren es, ich möchte es nicht lügen, ich sage jetzt einfach mal 100.000 Euro, zurückbezahlt und so die Schulden ihres Vaters zu begleichen. Band 1 hatte ich damals 2016 im Portugal-Urlaub dabei. Matti hat dann natürlich sich nichts mitgenommen, hatte dann Langeweile und ständig, wenn ich mal im Pool war oder im Meer, hat er sich mein Buch geschnappt und ich hatte nichts mehr zu lesen dabei. Also es hat ihn auch ein bisschen interessiert, aber wahrscheinlich auch nur, weil es eben viel Erotik hat. Er ist nicht der große Leser, aber wenn es dann zur Sache geht, dann liest er doch auch ab und an mal mit. Hab mir dann nach dem Urlaub auch Band 2 und Band 3 gekauft, wollte mir eigentlich auch in dem Laden, in dem ich war, Band 4 holen, aber den gab's noch nicht oder gab's aktuell nicht und ich hatte auch jetzt keine Lust, ihn zu bestellen und habe dann bei Spotify gab's die Hörbücher, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, habe mir dann halt den vierten Band als Hörbuch angehört. Aber eigentlich müsste ich nur meinen Zwängen zuliebe noch Band 4 kaufen, weil es einfach dann abschließend hier in meinem Regal steht und alle vier Bücher zusammen auch hier stehen. Weiter geht's dann hier oben mit Grey, 50 Shades of Grey von Christian selbst erzählt. Habe ich bei Rebay gekauft, man sieht's an den Leserillen, nicht im besten Zustand, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon die anderen Bände habe, dann kaufe ich mir den hier auch noch. Er war auch relativ günstig. Ich habe da nur ein paar Euro dafür bezahlt. Naja, bei dem Zustand auch nicht anders zu erwarten. Auf jeden Fall ist das Band 1 von Shades of Grey aus der Sicht von Christian erzählt. Also man versteht man dann besser, warum er manchmal gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Hab's noch nicht gelesen, werde ich vielleicht irgendwann mal machen, wenn ich sonst nichts habe, auf was ich gerade Lust habe zu lesen. Also es ist jetzt kein Buch, wo ich sagen muss, oh, das muss ich unbedingt gelesen haben in diesem Leben. Wenn es irgendwann mal passt, dann passt und dann werde ich auch dazu greifen. Aber solange es noch andere gute Bücher gibt, die nicht gerade nur von masochistischen Männern handeln, dann werde ich vielleicht auch wirklich dazu greifen. Dann kommen wir zu einer Reihe, die ich abgebrochen habe. Ich weiß nicht, ob es war, weil mir die Thematik nicht gefallen hat, oder ich gehe mal davon aus, dass es der Grund war, dass ich einfach zu viel davon hatte. Die Bücher sind schon recht dick. Also es ist ein bisschen was, ich muss mal gerade gucken. Ja, 700 Seiten. 700 Seiten lese ich gerne, wenn das Buch mich auch wirklich überzeugt. Aber die Reihe hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Ich kann es euch mal noch in die Kamera halten. Also ich spreche von der After-Reihe von Anna Todd. Spiegel-Bestseller. Ich habe gedacht, komm, es schwärmt jeder so davon. Kaufst du dir sie auch mal. Es geht um Tessa. Tessa ist ein ganz liebes, braves Mädchen, also wieder richtig klischeebehaftet. Sie trifft dann einen richtigen Bad Boy und verliebt sich in ihn, obwohl sie sich anfangs hassen. Und ich glaube, am Ende vom Buch gibt es wieder so einen blöden Cliffhanger. Und in Band 2 geht ihre Geschichte weiter und es gibt auch noch ein Band 3 und Band 4, aber da muss ich dann echt eigentlich nochmal Band 1 und Band 2 lesen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Ich zeige euch mal noch den zweiten Teil. Das wäre dann After Truth. Und dann gibt es, glaube ich, noch After Passion und After irgendwas. Also,
Ihr dürft mir gerne mal schreiben, wenn euch die Reihe gefallen hat, warum sie euch gefallen hat. Vielleicht überzeugt mich das, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Und jetzt muss ich mal gerade die Kamera schwenken. Mein Hund liegt gerade neben mir und sie fühlt sich komplett unbeobachtet. Hallo Lani. Hallo. Immer wieder lustig. So, machen wir weiter. Ich schieb euch mal gerade zur Seite. Ich habe mir aus Büchern nämlich hier ein Stativ gebaut, weil mein anderes Stativ sich nicht so weit runterschieben lässt. So, kommen wir zum vorletzten Regal in meinem großen Bücherregal. Noch ein Stückchen kann ich euch schieben. So, da haben wir einmal die ersten drei Teile von Percy Jackson. Das ist Band 3, Fluch des Titanen. Das ist Band 2 im Band des Zyklopen und das ist Band 1, Percy Jackson, Diebe im Olymp. Erschienen ist das Ganze im Carlsen Verlag und ich muss zu meiner Schande gestehen, das sind auch drei Bücher, die auf meinem Sub liegen, weil ich Percy Jackson bisher noch nicht gelesen habe. Ich habe bei Rebuy einfach ein gutes Angebot bekommen oder bei Avell, ich weiß es gar nicht mehr. Ich guck mal, ob ein... Nein? Kein Mängelexemplarstempel, dann war es wohl doch bei Rebuy. Ich weiß, dass es um einen Jungen geht, der Percy Jackson heißt. Der kommt irgendwie in so ein Camp und irgendwie kommt er da mit der Götterwelt in Berührung. Ich weiß, viele von euch hypen diese Bücher und lieben diese Bücher und es ist eigentlich eine Schande, dass ich sie noch nicht gelesen habe. Ja. Ihr dürft mir jetzt gerne Steine gegen den Kopf werfen, wenn ihr mich seht. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten, das ich auch noch nicht gelesen habe. Aber eine Freundin von mir hat es gelesen und hat gesagt, kauf dir das Buch. Ich habe ihr nämlich erzählt, bei Rebuy, oder? War es Rebuy? Ja, es war Rebuy. Gibt es das gerade und ich weiß, dass sie es im Regal stehen hat. Dann hat sie gesagt, doch, doch, das ist schon ganz witzig, kauf es dir auf jeden Fall. Es geht halt um ein Mädchen, das... ausgewählt wird für so eine Art Contest. Da werden dann 35 Mädchen ausgesucht und eine davon darf den Prinzen heiraten. Und da habe ich ja damals bei meinem Hall, war es glaube ich, habe ich gesagt, es erinnert mich an einen Bachelor, weil der gerade abends angelaufen ist. Ich werde euch berichten, wenn ich das Buch mal gelesen habe, aber bisher kam ich noch nicht dazu. Machen wir weiter mit einem Buch, das eine Freundin von mir extrem hypt. Ich habe es dann für, ich sag mal, 1,29 oder so bekommen. Habe es bisher auch immer noch nicht gelesen. Aber ich fand den Klappentext auch jetzt nicht so aussagend oder so aussagekräftig. Es waren einmal hinter dem Spiegel in einer Welt voller Zauber und Gefahren zwei Brüder, von denen der eine auszog, den anderen zu retten. Ja. Darunter kann man sich viel vorstellen, darunter kann man sich wenig vorstellen. Ich kann es euch nicht sagen. Oh, jetzt stört mich dieses Bändchen hier unten. Ja, eine Freundin von mir ist total begeistert. Sie liebt ja auch Cornelia Funke. Ich sollte ihr vielleicht mal den Gefallen tun und das Ganze beginnen zu lesen. Dann sind hier drei Bücher, die ich auch noch nicht gelesen habe. Also wie ihr seht, der Stapel ist recht groß. Das wäre einmal Band 1, ich glaube, das ist der erste, von Michael Scott, Der dunkle Magier, die Geheimnisse des Nicolas Flamel. Dann haben wir hier einmal Der unsterbliche Alchemist, ich glaube, das ist Band 2. Und dann Die mächtige Zauberin, gehören halt alle drei zur Nicolas Flamel-Reihe. Es gibt, glaube ich, 5 und die sind auch so richtig schön mit Gold verziert, also richtig schön aufgemacht. Ist mal wieder typisch Coverkauf. Ich weiß nämlich auch nicht genau, um was es geht, außer um besagten Nicolas Flamel. Aber was es mit dem auf sich hat, kann ich euch erzählen, wenn ich die Bücher gelesen habe. Die sind auch vor kurzem erst bei mir eingezogen. Da habe ich euch auch schon ein Unpacking abgedreht. Das sollte eigentlich am Mittwoch hochgeladen werden. Aber da gab es ja ein paar technische Schwierigkeiten, also wird das Video erst im Nachhinein noch kommen, weil ich noch ein paar andere Sachen bestellt habe, die ich euch zeigen möchte. Und deshalb stehen die Bücher jetzt hier schon im Regal, auch wenn ich sie erst am Mittwoch oder so für euch auspacken werde.
jetzt kommen wir eigentlich zum verrücktesten Regal. Das ist quasi mein Teilelager. Ich nenne es immer Teilelagerregal, weil einfach drei Reihen voll stehen. Ich mache das hier jetzt mal gerade raus, lege die mal alle zur Seite, da kommen wir nämlich gleich dazu. Wir müssen nämlich einmal nach hinten krabbeln und die Bücher nach vorne holen. Also. Es kann sich nur um Stunden handeln. So. Dann schiebe ich euch mal ein Stückchen näher, dass ihr auch was seht. Haben wir hier einmal, wir fangen mal hier oben an. Habe ich mir damals Hund Deutsch, Deutsch Hund gekauft von Martin Rütter, weil wir da in Trier auf der, auf dem Event waren, hat er mir auch unterzeichnet. War eigentlich ganz lustig, aber man hat ihm richtig angemerkt, wie müde er nach so einem Auftritt ist. Dann hätten wir hier einmal Ellie Larkin, Können diese Augen lügen? Dazu habe ich euch auch schon mal was erzählt, damals bei meinem Unpacking. Das Ganze habe ich damals bei Rebuy gekauft. Ich glaube, da geht es um eine Frau, die eigentlich ihren Traummann findet. Und 6 Jahre später steht sie auch mit ihm in der Kirche. Sie ist allerdings nur die Trauzeugin. Und das frustet sie so dermaßen, dass sie sich einen Welpen kauft. Oder sie möchte sich einen Welpen kaufen und kriegt dann aber einen 50-Kilo-Koloss namens Joe und ist damit richtig überfordert. Und dann kommt ein hübscher junger Tierarzt, der ihr bei ihrem Welpenproblem aus der Patsche hilft. So, schieben wir das nochmal rein. Dann haben wir hier Der letzte Ex-Freund meines Lebens von Clodagh Murphy. Da bin ich eigentlich nur per Zufall drüber gestolpert, weil es bei Amazon irgendwie nur 0,01 Euro gekostet hat, also 1 Cent. Man musste eigentlich nur das Porto bezahlen. Und die Geschichte hat sich eigentlich ganz schön für mal so zwischendurch zu lesen angehört. Es geht um eine Frau, die eigentlich nichts dringender will, als zu heiraten, eine Familie zu gründen. Mhm. Und dann lernt sie jemanden kennen und als er ihr einen Heiratsantrag macht, sagt sie natürlich direkt ja, aber ihre Familie ist komplett dagegen, weil er so ein richtiger Öko-Freak ist und sie da keine Lust drauf haben und sie sagen, das ist nicht der Richtige für dich. Und dann trifft sie ihre Jugendliebe wieder und das Ganze nimmt seinen Lauf. Also relativ lustig gehalten, so wenn ich das richtig gelesen habe. Also ist jetzt auch nur sowas für zwischendurch zu lesen und nichts, was mich jetzt im Kern erschüttern würde. Ich stelle es mal zur Seite. Dann haben wir hier Nicholas Sparks, Das Leuchten der Stille. Viel muss ich dazu wahrscheinlich nicht sagen. Es gibt ja auch den passenden Film dazu mit meinem Liebling Channing Tatum. Nicholas Sparks ist ja dafür bekannt, sehr, sehr emotionale Bücher zu schreiben. Und auch dieses Buch ist definitiv ein Blick wert. Ich habe es schon gelesen. Ich kann euch endlich mal ein Buch zeigen, das ich schon gelesen habe. Aber ich kann mich einfach nicht davon trennen. Es wird wahrscheinlich für immer hier bei mir stehen bleiben. Dann haben wir hier ein Buch. Bis einer weint. Das ist eigentlich quasi die Twilight-Verarsche. Ich habe es damals recht günstig bekommen und habe mir gedacht, komm, ich habe zwar früher auch gern Twilight gelesen, hier habt ihr, glaube ich, eben auch irgendwo die Bücher gesehen, aber das ist so eine Verarsche, ist eigentlich immer ganz witzig. Es gibt ja auch so einen Twilight-Film, wo alles eigentlich durch den Dreck oder durch den Kakao gezogen wird. Und der war auch schon mega, mega unterhaltsam. Ich denke, da das Buch echt nicht dick ist, das hat man auch in einem Tag durchgelesen, wenn man mal dran ist. Und das ist wirklich auch eins, auf das ich mich freue, weil ich einfach gerne auch zwischendurch mal was Lustiges lese. Dann haben wir hier Sarah Grün, Wasser für die Elefanten. Gibt's ja auch einen Film dazu mit meinem absoluten Hassmann Robert Pattinson, aber Christoph Waltz spielt mit und der reißt das Ganze nochmal raus. Da geht's ja um einen jungen Tierarzt, der zum Zirkus kommt und sich in die Frau des Zirkusdirektors verliebt. Ich habe das Buch damals, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, habe ich im Original Buchcover gehabt, weil ich es gekauft habe, kurz bevor der Film rauskam, aber die Da-Ausgabe hatte ich früher schon mal. Also ich habe das Buch vor Jahren schon gelesen und da auf der Roman- oder auf der Buchausgabe zum Film,
dieser Robert Pattinson drauf war, habe ich das wieder verkauft und habe mir das da nochmal gekauft. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann bei einem Umzug mal verloren ging. Da hatte ich ja mal eine Kiste mit Büchern, die spurlos verschwunden ist. Und ich glaube, da war das auch drin. Dann habe ich hier ein Buch. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das ist so ein Motivationsbuch, habe ich noch nie gelesen. Vielleicht habe ich das auch irgendwann mal geschenkt bekommen. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist auch jetzt nichts, was ich unbedingt nochmal lesen würde. Dann habe ich hier ein Buch. Das hat ein Freund von Matthias geschrieben. Alva, der Staub vergangener Zeiten von Mirko, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Morozin. Ich kenne ihn auch persönlich nicht. Das ist einer von seiner Jugend. Und da ist sogar ein Lesezeichen drin. Soweit hat Matti es geschafft, das Buch zu lesen, bis zum ersten Kapitel. Also er hat gerade mal das Vorwort geschafft, aber er ist halt einfach nicht der größte Leser. Als nächstes haben wir noch ein Buch aus meiner Kindheit, 20 Lachgeschichten in Schreibschrift von Ursula Wölfel. Das habe ich als Kind gehabt und es ist leider, als wir das Haus von uns damals verkauft haben, alles in der Tonne gelandet. Und das waren so schöne Geschichten dabei und die Bücher sind auch super schön illustriert. Ich weiß noch, dass meine Schwester auch eins von der Reihe hatte und das da war immer meine Lieblingsgeschichte von der kleinen Maus im Lebensmittelladen. Also ich habe es echt geliebt. Wenn ich euch ein Buch empfehlen könnte, das so für Kinder, die gerade lernen zu lesen, gedacht ist, dann ist das auf jeden Fall das richtig schön in Schreibschrift, dass die das auch noch schön sehen und verinnerlichen. Also super, super schön. Oh, die Geschichte vom Schwein, die Hunde. Ich kann es nur empfehlen, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist so ein richtiges Stück Kindheit. Dann haben wir hier Band 1, bis zum Morgengrauen. Band 2, bis zur Mittagsstunde und Band 3 bis zum Abendrot von der Twilight-Reihe, beziehungsweise auf Deutsch ist es ja die Biss-Reihe. Twilight sind ja eigentlich nur die Bücher, die Filme, ich rede schon Unsinn. Die habe ich damals von meinem Freund geschenkt bekommen, weil mir die Auflage mit diesen roten Aufdrucken so gut gefallen hat. Die deutschen normalen Bücher, die waren ja echt nicht sonderlich schön. Die sahen ja irgendwie so aus wie dieses andere Bissbuch, das ich da hinten hatte. Viel muss ich zu Twilight wahrscheinlich nicht sagen. Ich meine, ich habe meine ganzen Mädels kennengelernt durch eine Wer-kennt-wen-Gruppe über Twilight damals. Möchte meine Mädels auch nicht mehr missen. Die gehören sowas von in mein Leben und ich kann mir auch ein Leben ohne sie gar nicht mal vorstellen. Aber wenn ich mir heutzutage so im Fernsehen so einen Film anschaue, da denke ich mir immer, Gott, wie peinlich. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich auch auf einer Convention gekauft habe. Damals waren echt viele Autoren da. Blutzoll, das ist auch ein Reihenauftakt von Tanja Haff. Die hat es mir auch damals signiert. Ja. Da geht es nämlich auch um Vampire und um eine Detektivin, Vicky Nelson heißt sie, glaube ich. Ja, genau, Vicky Nelson. Und das Buch ist die Vorlage zu einer Serie. Ich weiß nicht, ob ihr Plattheis kennt. Wenn nicht, googelt mal nach Plattheis. Das da sind die Bücher, auf denen die Serie basiert. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie viel es davon gibt. Nee, steht auch nichts drin. Nee, aber das da war der Reihenauftakt. Dann haben wir ein Buch, das ich letztens sogar als Video rezensiert hatte. Ich habe heute echt Sprachstörungen. Kerstin Gier auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner mit diesem süßen kleinen Esel vorne drauf. Der Esel bedeutet einfach nur, oder heißt einfach nur, der Esel hat eigentlich nur den Sinn, weil der Protagonist ihr Freund sie immer Eselchen nennt. Viel muss ich zu dem Buch wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Kathi ist verliebt in Felix, Felix ist verliebt in Kathi, aber Kathi lernt jemand anderes kennen und landet plötzlich in der Vergangenheit einen Tag, bevor sie Felix kennenlernt und muss das Ganze nochmal neu erleben und kann diverse Teile der Geschichte neu schreiben. Das war jetzt innerhalb von 10 Sekunden die Kurzfassung von diesem Buch. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut euch einfach die Rezension an, ich verlinke sie euch. Dann haben wir hier Zeitsplitter von Kristen Terrell.
liegt auch auf dem Stapel meiner ungelesenen Bücher. Hab's bisher noch nicht geschafft, es zu lesen. Aber auch einfach, weil es mich momentan nicht mehr so interessiert, das Thema. Ich bin momentan eher so auf Young Adult, New Adult und mag diese Sci-Fi-Sachen nicht mehr so gern. Oder vielleicht ist es auch gerade aktuell nur eine Phase. Auf jeden Fall geht es um ein junges Mädchen, das neben einem Jungen lebt. Und gerade als sie ihm ihre Liebe gestehen möchte, kriegt sie Besuch aus der Zukunft. Steht auch alles hinten drauf. Sie wird von M besucht. Das ist ihr älteres Ich und die vertraut ihr etwas Unglaubliches an, dass die ganze Zukunft quasi in ihren Händen liegt und sie die Zukunft zum Positiven verändern kann. Dann haben wir ein Buch, das habe ich auch noch gar nicht so lange im Regal stehen. Die Schokolaterie der Träume. Ich habe es gesehen und habe mir den Klappentext durchgelesen und habe gesagt, ja, das ist genau das, was ich jetzt gerade verspüre, dass ich das lesen möchte. Habe es dann natürlich doch nicht gemacht. Es ist auch ein super, super schönes Cover. Ist halt so ein richtiger, ich sage immer, Frauenroman. Also es ist jetzt nicht in der New Adult, Young Adult Schiene anzusetzen, sondern sowas, was meine Mutter auch lesen würde, sage ich es einfach mal. In dem Buch geht es um eine Frau, die eine Schokolaterie hat und mit ihrem Freund läuft es momentan nicht so gut und sie liebt einfach Süßes, aber ihr Freund sagt immer, ey, pass doch mal ein bisschen auf, du wirst rund, du wirst dick. Meinst du nicht, so ein Kilo, zwei weniger wären jetzt nicht verkehrt? Natürlich kratzt das an ihr und ich meine, man sollte ja immer der bleiben, der man ist. Und wenn man einfach gerne Schokolade isst, dann sollte man den Partner auch einfach so nehmen. Dann taucht ein Kunde auf, der ihr quasi den Kopf verdreht, der ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Und sie fragt dann eben, ist das mit meinem Partner noch das, was ich möchte? Oder warum fühle ich mich zu dem anderen hingezogen? Werde ich definitiv auch jetzt im Sommer lesen, weil es quasi so eine leichte Sommerlektüre ist, die man einfach beim Sonnen, beim Grillen oder einfach beim im Garten liegen schön lesen kann. Dann haben wir hier ein Buch, da gibt es natürlich auch eine Verfilmung dazu. Ich werde euch nicht so viel darüber erzählen müssen. Ich habe das Buch damals bei einer Tierschutzauktion ersteigert. Hab's bis jetzt auch noch nicht gelesen. Ich dachte einfach, komm, ich kaufe mir das jetzt für einen guten Zweck. Dann haben die das Geld und ich kann es irgendwann mal lesen. Aber ich habe auch den Film schon diverse Male gesehen und vom Film war ich jetzt nicht so begeistert. Also vom Film an sich schon, aber von den Darstellern jetzt nicht unbedingt. Vielleicht lese ich das Buch auch irgendwann mal. Vielleicht wandert es aber auch einfach zu Rebuy oder ich nehme es mal mit auf den Flohmarkt oder mache hier in meiner Bücher, Facebook-Verkaufs- und Ankaufgruppe da mal einen Aufruf, dass ich das noch hätte, falls es jemand möchte. Ansonsten stehen hier jetzt nur noch Reiseführer, einmal Paris, das habe ich von meiner Schwester irgendwann mal zu Weihnachten bekommen und von meinem Schwager, weil ich in der Woche nach Weihnachten nach Paris gereist bin. Dann haben wir Fuerteventura, da war ich irgendwann auch mal über Weihnachten, ich glaube 2013, haben wir Weihnachten dort verbracht, München und Berlin. Berlin war ich ja auch gerade erst gewesen, hatte aber das Buch irgendwie nicht mitgenommen. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Reihe in diesem Regal und auch das zum letzten Teil dieses Regals. Das fängt an mit Hope Forever. Das habe ich euch ja auch schon mal in meinem Lesemonat näher gebracht. Bis jetzt ist das für mich 2008 mein Lesehighlight des Jahres. In dem Buch geht es ja um Hope, die eine ganz schlimme Vergangenheit hat. Ich muss mal ein bisschen zurückschieben, damit man das auch sieht. Die hat eine ganz schlimme Vergangenheit, kann sich aber irgendwie nicht mehr dran erinnern. Sie hat es sehr, sehr gut verdrängt. Dann taucht, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Genau, Dean. Dann taucht Dean in ihrem Leben auf und es kommt nach und nach raus, dass er sie von früher kennt und immer mehr Bruchteile und Fetzen ihrer Vergangenheit tauchen in ihrem Kopf auf und verwirren sie und sie
realisiert dann eigentlich erstmal, was damals mit ihr passiert ist. Tragisches Thema, aber Colleen Hoover hat das so, so gut umgesetzt. Das ist wirklich ein Buch, das lege ich euch ans Herz. Das müsst ihr eigentlich einmal in eurem Leben gelesen haben. Dann hätten wir hier If You Stay von Courtney Cole. Darin geht es um eine Protagonistin, die heißt Mila, und ihre Eltern sind verstorben und sie muss das Restaurant ihrer Eltern quasi übernehmen. Dann trifft sie auf einen hübschen jungen Mann, der heißt Pax, und der stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. Die beiden müssen sich diversen Problemen stellen und dann besteht natürlich die Frage, ob ihre Liebe dem Ganzen standhalten kann. Ich glaube, es ist auch ein bisschen erotisch angehaucht, steht jetzt nichts drin, aber ich glaube, ich habe da mal eine Leseprobe gelesen und die ist direkt eingestiegen, so quasi mitten im Geschehen. Dann habe ich hier noch ein Buch, das auch mal wieder ein Coverkauf war, weil es einfach so, so schön ist. Lucien von Isabel Abedi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein schwarzes Cover, aber hier innen ist es so mintfarben, das erkennt man auf der Kamera nicht. Auf der Kamera sieht es jetzt irgendwie hellblau aus, aber es ist richtig mintfarben. Und da ist halt dieses Blatt eingepresst und wenn man das dann wieder rumklappt, ist dieses schöne mintfarbene mit Vögelchen verzierten mintfarbene Blatt hinter dem schwarzen ausgeschnitten. Also super, super schön. Ich muss mal schauen, wenn ich mein großes Bücherregal endlich mal habe, also das richtig große, dann werde ich es bestimmt auch so hinstellen, weil das ist ein Eyecatcher, den muss man zeigen. Leute, den muss man zeigen. Ja, hier geht es auch weiter mit der Farbe Mint, also es ist richtig gut durchdacht. Aber kommen wir zum Inhalt vom Buch, das interessiert euch vielleicht ein bisschen mehr. Es geht um ein Mädchen und einen Jungen. Der Junge träumt jede Nacht von diesem Mädchen und taucht dann in der realen Welt oder in der Tagsüberwelt immer bei ihr auf. Und die beiden verbindet eine Anziehung, sage ich jetzt einfach mal. Aber sie wissen beide nicht, warum sie so aneinander hängen und warum sie nicht voneinander loskommen. Ich habe es wirklich nur wegen dem Cover gekauft. Das ist sowas, das weiß ich, das werde ich jetzt im Sommer nicht lesen. Das schiebe ich eher auf den Herbst, auf den Winter. Aber es ist auf jeden Fall ein super tolles Buch. Ich habe es bei BookTube schon so oft gehört, dass es so, so, so toll sein soll. Ich glaube, Ava hat das auch in ihrem letzten oder vorletzten Video erwähnt, dass das eigentlich underhypte Bücher sind. Aber ich habe echt schon viele gehört, die das Buch richtig gut finden. Und ich glaube, das Cover ist auch eine Neuauflage. Es gab, glaube ich, schon mal eine alte Version davon. Dann haben wir als nächstes Jojo Moyes, Ein ganzes neues Leben. Falls ihr es hört, es ist draußen gerade ein Gewitter mal wieder am Aufziehen. Ich habe hier das Fenster noch offen. Ich würde aber jetzt gern noch fertig drehen und dann erst das Fenster zumachen. Also falls es mal zwischendurch kurz scheppert, dann ist nichts hier runtergefallen, es ist nur das Gewitter. Also wir haben hier Ein ganzes neues Leben von Jojo Moyes. Das Ganze habe ich jetzt im Mai gelesen. Das findet ihr auch in meinem Lesemonat Mai, wenn ihr da noch mehr zum Buch erfahren möchtet. Das ist ja der zweite Band der Lu-Reihe quasi. Das ist die Fortsetzung von Ein ganzes halbes Jahr, das auch mit Emilia Clarke und ich weiß nicht mehr, wie er hieß, verfilmt wurde. Hier geht es halt mit Lus Leben weiter. Was ist passiert, nachdem Will gestorben ist? Dann ein Buch, das mich damals, als ich es vor 5 Jahren oder so gelesen hat, ganz, ganz stark verfolgt hat. Forbidden von Tabitha Susuma. Ich habe das Buch, glaube ich, innerhalb von 2 oder 3 Tagen verschlungen. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe noch Wochen danach darüber nachgedacht. Es geht halt um ein Geschwisterpärchen, deren Mutter sich kaum um sie kümmert. Sie haben noch kleinere Geschwister und müssen quasi Elternersatz für die beiden spielen. Unten drunter steht, wie kann sich etwas so Falsches so richtig anfühlen. Ist schon ein kleiner Tipp. Die beiden verlieben sich nämlich ineinander und
natürlich möchte die Gesellschaft das nicht und es ist ganz, ganz dramatisch und traurig, aber gleichzeitig auch so schön. Also die Frage, wie kann sich etwas so Falsches so richtig anfühlen, habe ich mir während des ganzen Buches auch gestellt, weil ich einfach so mit den beiden mitgefiebert habe. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe eine Freundin aus Versehen gespoilert. Sie hat das Buch seit 3 Jahren jetzt zu Hause liegen und kann es nicht lesen, weil ich ihr das Ende aus Versehen verraten habe. Das war in der Mädelsrunde und ich wusste nicht, dass sie es noch nicht gelesen hat. Dann kommen wir zum Hobbit. Dazu muss ich wahrscheinlich auch nicht so viel sagen. Die Vorgeschichte zu Herr der Ringe. Hauptprotagonist ist natürlich Bilbo Beutlin und der Ring. Es dreht sich um die Geschichte, wie Bilbo Beutlin zum Ring von Sauron kam und was er aus ihm gemacht hat. Also ein wunderschönes Buch. Ich bin ja ein riesen Herr der Ringe-Fan. Das ist jetzt die Taschenbuchausgabe. Es gibt, glaube ich, noch eine richtig schöne, gebundene Ausgabe. Aber die da habe ich damals geschenkt bekommen, weil ich einem Bekannten von mir erzählt habe, dass ich so ein großer Herr-der-Ringe-Fan bin. Dann hat er gefragt, ja, hast du den Hobbit auch schon gelesen? Habe ich gesagt, ja, ich habe ihn mir damals in der Bücherei ausgeliehen. Und ein paar Tage später hatte ich auf einmal den Hobbit in der Post. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Dann kommen wir noch zu einer Trilogie, beziehungsweise es gibt 4 oder 5 Bücher und ich habe jetzt nur die ersten 3 davon. Das ist diese Hart-Reihe von Meredith Wild, jedes in einer anderen Metallfarbe schimmernd. Das erste ist Hard-Wired, das zweite ist Hard-Pressed, das ist dann in Gold, eher ein Goldton, das heißt eher Kupfer. Und dann haben wir hier so einen taube Silberton, das wäre dann Hardline Cover, obwohl es ein Lux Verlag ist, aber sie stechen halt einfach aus dem ganzen Cover-Sammelsurium in meinem Bücherregal raus. In den Büchern geht es um die Liebesgeschichte zwischen Erica und Blake. Er ist, glaube ich, Selfmade-Millionär und sie betreibt, glaube ich, so eine Art Internet-Startup. Was es damit genau auf sich hat, kann ich euch nicht sagen, weil ich mal wieder die Bücher noch nicht gelesen habe. Also, wenn ihr mitgezählt habt, wir kommen den 60 Büchern auf meinem Stapel ungelesener Bücher definitiv sehr, sehr nahe. Wir haben es geschafft. Teil 2 der Bookshelf-Tour ist jetzt gerade abgedreht, beziehungsweise ist bei euch jetzt gerade durchgelaufen. Bei dem einen vielleicht etwas länger, bei dem anderen weniger. Ich könnte es verstehen, wenn ihr euch nicht das ganze Video auf einmal anschauen wolltet. Ich kann es wirklich verstehen. Es ist doch echt lang geworden. Auf jeden Fall haben wir jetzt das ganze große Bücherregal abgearbeitet. Teil 3 der Bookshelf-Tour wird ja aus meinem kleinen Regal, das gegenüber vom Bett steht, handeln. Mir fehlen heute die Worte. Auf jeden Fall wünsche ich euch auch bei Teil 3 ganz, ganz viel Spaß. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt schon am Sonntag kommen wird oder ob ich da noch ein Video dazwischen schieben werde. Lasst euch einfach überraschen. Ich hoffe natürlich auch, Teil 2 hat euch gefallen. Zum ersten Teil habe ich schon sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen und auch schon ganz viele Nachrichten. Ich hasse dich, wegen dir ist meine Wunschliste noch viel länger geworden. Aber damit kann ich leben, damit kann ich sehr gut leben. Dafür gibt es ja BookTube, einfach damit man sieht, was andere lesen, vielleicht auch neue Ideen, neue Inspirationen schöpfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Rest der Reihe. Falls ihr das erste Video, also Teil 1 der Bookshelf-Tour, noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch wie immer hier oben auf dem i. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben erfahren wollt, dann schaut doch auch gerne mal bei Facebook oder bei Instagram vorbei. Ich habe natürlich alle Links unten in der Infobox. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!